zu einem Short Review, Review-Spezial, zu einem Transformers-Video und zu Pickups. Ich habe ein neues Game in der Sammlung, Nier Replicant in der White Snow Collector's Edition. Die Nier Replicant White Snow Special Edition von Square Enix kommt in diesem schicken Karton samt Schuber mit dem Luna-Tiermotiv. Darin findet sich nicht nur das Game, ich habe es mir für die PlayStation 4 gekauft, auch ein kleinerer Schuber mit einigen Büchern, die die Game-Dialoge, also das Skript, beinhalten. Weiter ein schönes Steelbook-Case, ein Grimoire-Pinset von den drei Büchern, sind echt massive Pins, sowie ein Soundtrack-Buch mit zwei Musik-CDs. Eine schöne Edition und jetzt schon ein gesuchtes Sammlerstück. Wieder neu in meiner Sammlung, der Optimus Prime aus der War for Cybertron Kingdom-Linie. Ich habe ihn ja beim letzten Mal ziemlich kaputt bekommen von einem Händler. Und ich wollte ihn gerne umtauschen. Der hat mir aber erstmal nur Rabatt angeboten, was auch sehr kulant ist. Also er hat mich 50 Euro da gekostet. Es war wirklich schon sehr günstig. Und man wollte mir 10 Euro Rabatt geben. Was auch sehr toll ist, also der hätte mich ja nur 40 gekostet. Aber ich konnte mich damit nicht anfreunden, da ich auch die Box behalte. Und und selbst wenn ich ihn nur ausgepackt hätte, die Box, das gehört irgendwie für mich zusammen. Und ich war damit nicht einverstanden, also habe ich ihn neu bestellt und den alten zurückgeschickt. Nur so ging es da bei dem Händler. War ein bisschen nervig, aber egal. Jetzt habe ich ihn wieder und ihr seht, ich zeige euch den. Ja, er sieht top aus. Die Figur sieht einfach großartig aus. Das Artwork ist einfach nur genial. Also das ist ein echt cooles Artwork. Jetzt bin ich auch mega zufrieden und kann jetzt ein schönes Highlight in meine Sammlung stellen. So, als nächstes hat mich dieses tolle Paket erreicht mit schönen Figuren. Und das wollen wir jetzt erstmal öffnen. So, nach einem kurzen Break, wo ich das Paket erstmal aufgeschnitten habe, werde ich einfach blind reingreifen und mal gucken, was ich da raushole. Verpackungsmaterial, immer gut. Ja, so ein bisschen rüberschieben. Karton in Karton. Alles abreißen, damit ich Platz habe. So, da greife ich rein. Als erstes habe ich eine War for Cybertron Kingdom Figur. Ich muss dazu sagen, das ist alles von einem Privatmann gewesen, auch über eBay Kleinanzeigen. Der hatte mir schon bereits zwei andere Transformer verkauft, die ich im letzten Video gezeigt habe, und zwar die beiden Headmasters im G1 Format. Und er hat seine Figuren im Neuzustand plötzlich rausgeschmissen. Also habe ich einen Bundle Deal gemacht und dann habe ich auch diese Figur mitgenommen. Das ist, wie heißt er überhaupt? Der ist komplett neu für War for Cybertron. Das ist ein T-Rex-Skelett, ein Skelettroboter. Wie heißt der? Komm, zurück, was da? Paleotrex ist eine, wie soll man sagen? Also die können sich jetzt ein bisschen verwandeln. Das ist mir so eine Steck-Zusammen-Transformers-Figur. Aber sie ist eine Rüstung. Das könnt ihr hier unten gut sehen, da. Sie wird als Rüstung zusätzlich den Transformern angesteckt. Also das ist eine ganz coole Idee. Und überhaupt, ist das Artwork wieder genial. Die Figur kann man auch sehen. Ja, echt schick. Also, im Endeffekt hat die mich hier, die kostet neu um die 22 bis 25 Euro. Ich habe für die jetzt 10 bezahlt. Da kann man nicht Nein sagen. Also deswegen habe ich auch alles mitgenommen. Das ist eine ganz leichte Delle, aber gut, das ist alles verschmerzbar. So, worum geht es weiter? Mit noch einem Skelettsaurier Rectonite. Auch vom War for Cybertron Kingdom. Auch sehr schick. Kann man hier sehen, verwandelt sich auch das Artwork. Und mich wundert, dass da zwei sind, weil eigentlich war nur eine in der Aktion. Mal sehen, was mich erwartet oder überrascht. Oder was dabei ist noch. So, hier geht's weiter. Ja, das war, okay, der ist ein bisschen beschädigt, aber auch eine etwas ältere Figur. Oh, schon angerissen, das sah man aber auf Fotos nicht. Das ist ein Hoist aus der
Ja, was war das? Earthrise-Serie. Die Box ist ein bisschen ramponiert. Man sieht es, sie angerissen. Figur ist aber ganz gut im Schuss. War jetzt auch kein. Kostet auch mal so, ja, so 25 Euro. Ich habe sie jetzt natürlich auch günstiger bekommen im Bundle. Ja, das ist schöner Artwork auch auf jeden Fall. Die Figur ist auf jeden Fall großartig. Ja, echt schick. Kann man echt nichts gegen sagen. So, was haben wir noch? Da sind noch mehr Figuren drin. Ja, auf die kam es mir auch an, hauptsächlich. Transformers Jazz. Aus der Studio 86 Serie zu Transformers The Movie. Was genau nach dem Movie ist der eben, ja, designt. Das ist also sehr G1-artig, wie die 86er Figur. Tolles Artwork und auch wie er sich verwandelt. Hier kann man sehen, echt schick. Das ist eine der tollen Figuren. Wahnsinn. Also, die ist auch im sehr guten Zustand. Kommt da oben mit drauf. Großartig. So, weiter geht's. Oh, da ist die nächste Studio 86 Serie Blur. Auch sehr, sehr schön das Artwork. Kann man auch sehen hier. Und echt toll. Also auch sehr im G1-artigen Style. Eben halt zu The Movie. Auch eine tolle Serie. Da kommen demnächst auch richtig geniale Figuren. Und ja, ich bin schon ganz baff, was sie rausbringen. Und die werden so ab Herbst und nächstes Jahr, bis nächstem Jahr erscheinen. Also da kann man sich echt drauf freuen. Und mich wundert es immer noch, dass ich zwei, da war nur eine in der Anzeige. Aber egal, mal sehen, was noch mich erwartet. Da kommt noch was. Ja, genau, da haben wir ihn. Trigger Happy in der Titans Return Serie. Trigger Happy ist auch eine G1-Figur, die wieder, ja, wie soll man sagen, neu aufgelegt wurde. Das ist ähnlich wie bei den Headmastern. Er ist jetzt auch ein Headmaster, war aber original nur ein Targetmaster. Der Targetmaster mit Blowpipe ist auch dabei. Kann man jetzt hier als Figur kann man jetzt nicht so sehen. Aber echt schick. Gut, die Verpackung, ja, ist halt sehr blistermäßig, die während früher ja eine Box war. Aber sonst sehr, sehr genial. Also Wahnsinn. Auch toll. So, na, bleib stehen. Weiter geht's. Noch habe ich was drin. So, da ist noch ein Umschlag. Den machen wir noch auf. Später. Und da ist noch ein zweiter Umschlag. Den machen wir auch noch auf, aber nicht sofort. So, die letzte. Das ist die letzte Figur. Ja. Ah. Echt klasse. Musste ich mir erstmal selbst angucken. So, da haben wir Apeface. Auch eine G1-Reinkarnation, kann man so sagen, aus der Siege-Line. Ein Headmaster. Sehr schön. Auch hier das Artwork. Großartig. Hier kann man auch das Siege-Plakat sehen. Im Vergleich zu dem Kingdom. Kann man mal so vergleichen. Siege war ja der erste Teil. So, und dann kam Earthrise und dann kam Kingdom. Also großartig. Fügen sich super gut ein. Nur beim Plastik. Sie scheinen mehr mit Pappe-Dets zu machen und das Plastik ein bisschen zu reduzieren. Finde ich auch nicht schlecht. Also Apeface, großartige Figur, so richtig so ein bisschen ja, lebendiger, dadurch, dass es ein bisschen abgenutzt aussieht. Also echt klasse. Kann ich echt nicht meckern. So, das waren all die Figuren. Ich gucke gerade. Blur, ja. Aber dass ich zwei, das wundert mich wirklich, weil die waren in der Anzeige gar nicht mit beiden drin. Aber egal. So, dann hat mich noch, oder habe ich nicht noch, das waren noch die zwei Umschläge drin. Mal sehen. So, gucken wir. Ja, Transformers Comics aus den 90ern. Was haben wir denn hier? Heft Nummer 16. Von, na, kann man da ein Datum erkennen? Das müsste so 91, 92 sein. 91, habe ich richtig. Sehr klasse. Man müsste gucken, welche Transformers Comics da umgesetzt wurden. Doch, hier auch. Ach, das kann man auch sehen.
Weil in diesen deutschen Comics haben wir zwei verschiedene Umsetzungen gehabt. Wir haben einerseits die Marvel Comics aus Amerika und die Marvel Comics aus UK, die eigene Geschichten erzählt haben, bekommen. Manchmal waren die gemixt in den Comics, aber ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Großartig. Auch hier eine schöne Werbeanzeige von Transformers. Also Heft Nummer 16. Nummer 15 haben wir hier. Eine schöne Werbezeige. Ganz toll. Und hier ist Heft Nummer 6. Großartig. Und dann auch hier. Ach, guck dir an. Die Power Master Optimus Prime Werbung. Aber ist super. Echt toll. 36 Comic-Seiten, ganz in Farbe. Echt klasse. Also, ich werde auch nochmal in einem Review genauer die Comics angucken. Aus meiner Werbeseite wieder. Herrlich. Wirklich sehr toll. Und die sind auch im sehr guten Zustand. Also Wahnsinn. So, hier sind noch welche. Also der Händler hat mir 7 Bilder gezeigt. Ich hoffe, es sind alle 7 dabei. Später hat er von 6 gesprochen. Aber nee, es sind 7. Hier haben wir nochmal 4 Stück. Heft Nummer 20. Auch großartig. Und hier auch. Eine schöne Werbeseite. Wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Comic Magazin 10. Und auch da, was für eine schöne Werbeseite. Man kann man sich gar nicht satt sehen. Also ich werde die alle nochmal schön im Einzelnen durchblättern. Beziehungsweise, ja, ob ich sie durchblätter oder nur Highlights zeige, das weiß ich selbst noch nicht. Da wird bestimmt was kommen. Nummer 17 habe ich hier. Und hier wird nicht nur die Transformers-Freunde sich freuen, weil da ist auch noch Dino Riders drauf, Mask, das sind die Videokassetten, auch nicht schlecht. Kit hat einige Videos rausgebracht, auch von Transformers. Ja, ich habe die auch mal gehabt und irgendwann auch nicht mehr. So ist es ja leider manchmal. Heft Nummer 18, oh, seltsames Comic. Ja, was haben wir da? Knight Rider Werbung und Turtles, auch nicht schlecht. Also wirklich tolle Sachen. Ja, das sind jetzt erstmal meine Pickups. Entweder gibt es jetzt gleich im Anschluss weitere oder ich verabschiede mich. Das soll es jetzt gewesen sein. Mehr Pickups im nächsten Video oder auch auf meiner Instagram-Seite. Besucht sie, abonniert sie, schaut dahin. Ich zeige da viele Stücke aus meiner Sammlung, aber auch diese wunderbaren Neuheiten werde ich nochmal dort präsentieren. Ansonsten freue ich mich über ein Abo, ein Like und kommentiert vor allem Dinge. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.